Willkommen zurück bei The Sims 4. Wir sind immer noch im Nachtclub. Und die gute Julie ist ziemlich müde. Wo ist sie denn? Ah, sie sitzt da noch. Ja, wollen wir denn schon nach Hause? Ich weiß ja nicht. Also von mir aus könnte sie auch einfach hier einpennen. Und die Rechnungen sind eingetroffen. 546 Simoleons. Ja, das ist ja kein Ding. Kein Ding für uns. Es ist auch gerade echt nicht mehr viel los, ne? Dann würde ich tatsächlich sagen, wir gehen nach Hause. Sie will noch... Oh, was will sie jetzt machen? Getränk bestellen. Ja, eigentlich, obwohl sie könnte noch bleiben, ne? Drevoy? Wargo? Hallo, ich hätte gerne einen Drink. Eine Pina Colada? Für 10 Simoleons? Ganz schön teuer hier. Wer bist du? Ist das die... Ah, das ist die Luisa Meyer. Okay. Ja, ich glaube... Wir gehen mit ihr tatsächlich zurück nach Hause. Sie wird ja dann hoffentlich von alleine ins Bett trotten. So wie sie da gerade schon läuft. Und Julia kann echt noch ein bisschen hierbleiben. Können wir mal ein bisschen quatschen mit der Luisa? Stellen wir uns mal vor. Hallo, ich mag Käsetoast. Wie ist es mit dir? Schön, dass sie sich... Was tun die immer? Jetzt muss sie zur Toilette. Nee, doch nicht. Das sind... Oh, das ist... Oh, ich dachte, das wäre die Toilette. Warum machen die denn immer so merkwürdige Sachen und setzen sich woanders hin und stehen auf und... Doba Harfin. Magst du Schmetterlinge? Doyum. Sie ist schön geschminkt. Oh, und sie hat Level 3 der Charisma-Fähigkeit erreicht. Das ist natürlich schön. Wir sind noch mal ein bisschen lustig, machen einen Klopf-Klopf-Witz. Warba Quas? Benorf Nurse. Klopf, klopf. Inja, Hespa. Einer mit Handschellen. Ja, das ist überhaupt nicht lustig. Aber wir verstehen uns trotzdem. Machen wir ihr mal ein Kompliment über dieses wunderschöne Kleid oder über die schöne Schminke. Ja, ja. Wir verstehen uns. Über Lieblingsschriftsteller reden. Und was machen wir noch? Schmeicheln nach Tag fragen. Ja, ja. Ihr versteht euch. So, sie muss jetzt gleich zur Toilette. Ich überlege, ob ich mit ihr auch nach Hause gehe. Ich meine, es ist Montag. Sie muss sowieso gleich arbeiten. Sie muss sowieso arbeiten. Passt mal auf, dann gehen wir zur Toilette. Und danach dann direkt zur Arbeit. Ich meine, ihr geht's ja soweit gut. Sie ist ausgeschlafen, alles. Eine Nacht im Club verbringen und dann direkt arbeiten gehen. Ist doch super. Oh, wenn man das so machen könnte, ne? Wäre voll toll. Und du nimmst natürlich dein Getränk mit. Das ist sehr vorbildlich. Denn man weiß ja, man soll seine Getränke in Clubs oder Diskotheken nicht einfach rumstehen lassen. Oh, wer weiß, was da jemand reinmischen könnte. Ja, genau. Und dann einfach das stehen lassen. Ich meine, die Putzfrau räumt es am nächsten Morgen schon weg. Das ist alles kein Ding. Oh, jetzt sind wir ganz alleine. Jetzt ist niemand mehr da. Ach doch, Zombie. Mensch, der treibt sich hier ganz schön oft rum, ne? Muss man ja sagen. Wen haben wir hier? Max Hermanns und die Laura Weber. Okay. So, sie möchte danach noch tanzen. Ja, das ist ja schön. Dann mach das noch ein bisschen. Dann kannst du echt von hier aus zur Arbeit. Ich meine, mit dem Hunger ist es okay. Spaß geht halt ein bisschen runter, aber... Ich meine, beim Tanzen... Ich finde das so geil, wie sie einfach tanzt. Vor allem die Julie tanzt doch genauso, aber bei ihr sieht es irgendwie viel trotteliger aus. Ich weiß nicht, woran das liegt. Hallo, Zombie. Zu tanzen ein... Oh ja. Oh ja. Laden wir ihn mal zum Tanzen ein. Yeah. Yeah. Er hat genau die gleichen Moves drauf. Finde ich super. Da, 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 da. Wir gehen total ab. Na, 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 na. Ja, komm, wir tanzen zusammen. Zombie, tanz mit mir. Huch. Da, 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 da. Na toll. Voll synchron. Die beiden halt nur so in die andere Richtung, so spiegelverkehrt. Aber ich find's super. Vielleicht sollten wir uns jetzt mal vorstellen. Er geht echt total ab. Ja, sie auch. Kann sie sich jetzt nebenbei nicht mal vorstellen? Müssen wir an das hier abbrechen oder das mit dem Blues? Ich weiß es gerade nicht. Brechen wir das auch mal ab? Ich möchte mich gerne vorstellen.
dass wir den wenigstens so ein bisschen schon kennenlernen. Julia? Warum stellst du dich nicht vor? Freundlich vorstellen. Oh, Kimber. Dag, Dag. Hallo, ich bin die Julia. Willst du mit mir ins Bett? Nein, okay. Sie setzt sich hin, aber er tanzt immer noch. Er hat absolut kein Interesse. Okay, kann ich natürlich auch verstehen. Wow. Das kann ich tatsächlich verstehen, dass der Zombie da nicht sonderlich interessiert an ihr ist. Ja, schön, dass ihr da rumquatscht, aber du musst gleich trotzdem zur Arbeit, meine Liebe. Das ist dir hoffentlich bewusst. So, Tag verschönern können wir noch mal eben machen. Hey, Wes. Wie sie nickt. Oh, oh, jetzt kriegt sie Hunger. Jetzt kriegt sie Hunger, ist klar. Mach doch mal den blöden Blues da weg. Wir wollen keinen Blues mehr hören. Descos? Gibora, the fool. Nee, das wird nichts mehr hier. Ihr habt so viel gequatscht, das kann jetzt alles mal aufhören, denn du musst zur Arbeit. Meine Liebe. Steh bitte jetzt auf. Steh bitte jetzt auf. Du musst jetzt zur Arbeit. Geh bitte hier hin und geh zur Arbeit. Das ist doch... Ach, es ist Montag. Sie muss... Ach Gott, sie muss gar nicht zur Arbeit. Ja, pass auf. Dann kannst du nach Hause gehen. Mensch, da hätten wir auch noch länger ein bisschen tanzen können. Aber gut, sie hat jetzt sowieso Hunger. Dann gehen wir doch mal lieber nach Hause. Oh Leute, ich möchte auf jeden Fall nochmal an einem Tag, wo beide frei haben, hier Barbecue machen und so. Voll cool. Oder dass wir uns hier draußen irgendwie hinsetzen. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber man hat so wenig Zeit. Diese blöde Arbeit immer. Ist ja wie im echten Leben. Immer muss man arbeiten, hier hat man Freizeit. Total unfair. Aber na gut, Montag. Ich überlege gerade, ob die Julie denn arbeiten muss. Ich weiß es nicht. Ich werde es mir nie merken können. Es sind auch sehr merkwürdige Arbeitszeiten. So, dann kannst du... Oh, sie pennt. Dann kannst du den Rest, obwohl, nee, die Tortillas, die bringen ja nicht so viel. Ich denke, dann kann sie tatsächlich mal wieder was kochen. Macaroni und Käse, das ist doch ganz gut, direkt eine Familiengröße. Ach, das Radio ist hier noch an. Ich dachte gerade, was ist das bitte für Musik? Ja, sie ist total fertig. Und sie muss arbeiten um 17 Uhr, alles klar. Okay. Und wir müssen noch 6 Küsse erfolgreich einleiten und zu 2 Verabredungen gehen. Alles klar, sie hat ihren Garten. Vielleicht haben wir da später noch ein bisschen Zeit für. Und hier haben wir auch erstmal alles. Okay. Lecker Macaroni mit Käse. Oh, dieses wunderschöne Bild. Yay, Level 3 der Kochfähigkeit. Ja, das ist schön, das freut mich. So, das... Glas räumen wir auf jeden Fall mal weg. Hm, dann schön ein bisschen was schnabulieren. Oh, lecker, lecker. Lecker, lecker. Oh, das sieht echt lecker aus. Hätte ich jetzt auch Bock drauf. Hm. Ach ja, und wieder die Glotze an, ne? Wie immer. Nachrichten. Natürlich. Was auch sonst... Gut, ich denke, sie wird... Oh ja, sie wird noch ein bisschen schlafen. Oh, was hat sie? Feuer? Ist irgendwo ein Feuer ausgebrochen? Oh nein. Können wir auch umschalten? Kanal wechseln? Oh. Ach, das ist wieder diese Show. Sowas ähnliches halt wie... wie heißt es noch? Ich habe es gesagt in irgendeiner Folge. Ich weiß es nicht. Hat sie jetzt... Hat sie... Ah, sie hat aufgegessen, okay. Sie schaut echt immer Nachrichten. Mädel, wechsel den Kanal. Schauen, was wir noch so haben. Weg damit. Warum will sie immer Sport gucken? Pass mal auf. Wie, sonst können wir gar nicht mehr... Kanal wechseln. Ich möchte was anderes. Warum guckt sie immer sowas? Das ist überhaupt nicht ihr Ding.
Aber okay. Gut. Das kannst du aber mal bitte weglegen. Das ist gerade viel, viel wichtiger als der Fernseher. Oh, diese harmonischen Klänge hier, das ist zum Glück gar nicht nervig. So, und dann schauen wir mal. Level 5 erreichen. 10 verschiedene Pflanzen weiterentwickeln. Oh, wir können ja mal schauen. Oh, weiterentwickeln. Ja, dann machen wir das doch direkt mal. Da haben wir 6. Wir haben genau 10. Dann müsste sie das doch jetzt eigentlich schaffen. Wenn sie sich hier um alle Pflanzen kümmert. Oh, Julie ist wach. Was? Ja, aber warum pennt sie denn nicht? Pass mal auf. Warum pennt sie denn nicht richtig? Und die harte Arbeit hat sich ausgezahlt, denn die Qualität ihrer Pflanze Erdbeerstrauch ist gestiegen. Okay. Ja, leg dich doch richtig hin, Mädchen. Du kannst doch noch ein bisschen schlafen. Was macht sie jetzt? Die soll nicht im Internet surfen, die soll hier ihre Pflanzen fertig machen. Warum ging das jetzt nicht und warum zur Hölle geht sie nicht? Die soll kein Nickerchen machen. Schlafen. Warum macht sie das nicht? Die Kommode? Wie passt es mit der Kommode nicht? Kommt sie da nicht vorbei oder was soll mir das sagen? Fett! Was geht denn jetzt mit ihr? Pass mal auf, wir machen das mal... Huch! Ich stelle die mal gerade so hin. Ich kapiere gerade irgendwie ihr Problem nicht. So. Schlafen. War das... Das war echt die Kommode, die im Weg war. Alter, manchmal sind die Sims auch blöd, oder? Sie hätte auch einfach von der Seite reingehen können. Na gut. Okay, sie kümmert sich hier um ihre Pflanzen. Das ist ja schön und gut. Und pfeift dabei ein Lied. Das ist ja alles schön und gut. So, wir haben Level 3 erreicht. So, es war auch nur der Erdbeerstrauch, den wir weiter... Ach nee, doch nicht. Den können wir noch weiterentwickeln. Den hier nicht, okay. Den auch nicht. Und die auch alle nicht, wie es aussieht. Okay. Wow, also das mit den Pflanzen ist echt zeitintensiv. Das habt ihr mir ja auch geschrieben. Mal schauen, wie wir das so hinbekommen. Aber es sind ja schon richtig Erdbeeren dran, cool. Ah, Erdbeeren. Yum, yum, yum. Ach, wie schön. So beruhigend. So, sie ist gleich müde, was natürlich nicht so schön ist. Kann man nicht sehen, wie viele sie jetzt noch machen muss? Okay, die, glaube ich, hat sie alle gegossen, oder? Ich weiß nicht, wie das bei denen hier rechts aussieht. Yay! Na, Remo! Schön, jetzt hat sie die... Ja, jetzt hat sie die auch noch weiterentwickelt. Das ist ja toll. Gut, gut. Alles ernten, ernten. Ernte alle Pflanzen in der Nähe ab. Ja, dann machen wir das doch direkt mal. So. Wow, das mit dem Weiterentwickeln wird lange dauern. Das mit dem Abernten geht ja, wenn sie jetzt echt hier alles erntet. 5... Ja, das zählt einzeln, das ist schön. Dann wird das mit den 20 gar nicht so lange dauern. Oh, da hinten ist was los. Aber ich weiß nicht, ob wir da hingehen sollen. So, mehr können wir ja hier jetzt erstmal nicht tun, ne? Nope. Okay, da ist alles fertig und sie ist total müde. Und möchte in ihr Bettchen. Ja, dann sollte sie das am besten auch tun. Ich meine, frei hat sie ja sowieso. Sie muss um 17 Uhr zur Arbeit, oder? Ja, sie muss um 17 Uhr. Okay. Erreiche Level 3, das haben wir. Schön. Sie verdient erst 26 Simoleons pro Stunde. Das ist nicht viel. Und hat auch wieder nicht richtig geschlafen, ne? Kann es sein, dass die Sims, wenn die sich von alleine hinlegen, dass die dann immer nur ein Nickerchen machen?
und nie richtig schlafen? Kann es sein? Was geht mit ihr? Ich habe das ausgemacht. Das ist aus. Du kannst in Ruhe schlafen. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Jo, sehr gut. So, dann schlafen die beiden ein bisschen. Mitten am Tag. Ist auch schön. Oh. Was? Telefon? 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 Bei wem? The phony. Ja, ja, dann geh doch. Bei wem klingelt das Telefon? Was? Sie muss... Nee, 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 nee. Ach, das war jetzt schon der Chef? Mensch, ey, total verpennt. Nein. Nein. Sie soll ja nicht zu Hause bleiben. Ich hoffe, sie kann... Oh nein, sie wird... Oh Gott, sie wird bei der Arbeit irgendwo hinmachen, ne? Mitten vors Publikum oder so. Dann steht sie auf der Bühne und pieselt da erstmal hin. Ich sehe es schon kommen. Dann kommt sie ganz beschämt nach Hause und ist wieder todunglücklich. Nein. 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 Oh Gott. Oh Gott. Das wird nicht schön. Das wird definitiv nicht schön. Also, und wenn sie gleich wach wird... Oh Gott, das stinkt bis zum Himmel hier. Ganz ehrlich. Oh. Sie ist schon... Sie ist schon wieder zu Hause. Das ging jetzt schnell. Danach kannst du den Müll leeren. Hey, ihr geht's wieder gut. Dann war sie also doch bei der Arbeit pieseln. Okay, funktioniert das Ganze doch. Das ist natürlich schön. Oh, du alte Zicke, ne? Der Müll wird gleich weggebracht. Keine Sorge. So, wollen wir denn? Ach, sie macht das schon von alleine. Ja, das ist ja auch cool. Und was ist damit? Der... Ach so, nee, das ist nur diese Duftwolke, die er noch nachzieht. Okay. So. Sie ist gelangweilt. Ich überlege gerade, ob wir nicht den Julian noch anrufen. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Sie geht am besten erstmal duschen. Geh mal weg vom PC. Jetzt ist Hygienezeit. Alte, los, geh dich waschen. Geh. Deine Stiefel stinken schon. Geh duschen. Was ist mit dir? Du hast natürlich mal wieder Hunger, ne? Ja, komm, dann nimm dir mal was. Das hörte sich gerade an, als hätte sie Julia gesagt. Das wäre ja witzig. Nimmst du dir jetzt auch was zu essen oder hast du doch keine Lust? So, Macaroni mit Käse. Ich habe das Gefühl, die ist den ganzen Tag nur am Fressen. Irgendwie fressen und pennen. Das machen die beiden besonders gern. So, es geht nichts ab. Was machen die Nachbarn so? Kann man da mal reinschauen? Da ist niemand zu Hause. Ich habe das Gefühl, hier ist nie jemand zu Hause. Residenz besuchen. Nee, nee. Gerade nicht. Und schon wieder Macaroni. Heute Morgen Macaroni. Jetzt Macaroni. Mmh. Njam, njam, njam. Ganz köstlich. Mmh. Was mich jetzt nochmal interessiert. Okay, wie lange das so dauert hier mit den Pflanzen. Oh, da können wir doch noch welche bewässern. Das hat sie dann nicht automatisch gemacht? Okay. Na gut, sie spült jetzt erstmal ab. Das ist schön und gut. Und du bist gelangweilt. Ja, weißt du was? Den Julian, den rufen wir einfach beim nächsten Mal an. Und jetzt werden wir ein Spiel spielen. Und zwar... Blickblock. Jetzt geht sie an den Rechner. Gibt es da jetzt auch mal Stress? Das fände ich ja voll witzig. Nö, sie steht dann einfach auf. Sie steht dann einfach auf und weiß gerade nicht, was sie tun soll, ne? Wie sieht es bei ihr aus mit Spaß? Ja, ganz okay. Pass mal auf. Dann werden wir doch mal dieses hässliche Bild hier an den Sammler verkaufen. Das ist so grottig. Julie da Silva oder Annette Dickface, habe ich sie, glaube ich, genannt. Und wir malen einfach mal noch eins. Oh, was hat sie vor? Oh nee, sie will plaudern. Das ist natürlich auch mal schön. Dass die beiden hier mal so ein bisschen Tag verschönern. Mal ein bisschen zusammen quatschen. Das machen die echt selten. Neueste Spiele reden. Huch. Ja, Mann, die Tür ist auch genau im Weg, ne? Was spielst du denn da? Geh, geh. Tetris? Total nervenaufreibend.
Oh nein, es ist Game Over. Oh, sie sind soeben beste Freunde geworden. Na Mensch, das wird ja auch mal Zeit, ne? Oh, wie süß die beiden sind. Können wir nicht mal streng vertrauliches Geheimnis enthüllen? Oh ja. Und? Was können wir noch machen? Komplimente über Outfit. Ja, auf jeden Fall. Gemeinsames Foto. Was hat sie vor? Sie wollte lesen, ne? Ich glaube, sie wollte was lesen. Kapuna. Hm, lecker Kaffee. Das wäre doch jetzt was, oder? Möchtest du auch einen Kaffee? Ja, ich bin total desinteressiert und antworte einfach nicht. Ja, gut, dann muss ich gleich mein Handy rausnehmen. Zock ich halt hier. Ja, das tolle Alien-Spiel. Das ist doch das Gleiche. Das ist doch dieses Blickblock. Oder etwa nicht. Sieht zumindest so aus. Na gut, Leute. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Was tut sie da? Für diese Folge, die Sims 4. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Ja, ja. Bis dahin. Tschüss.